Ich habe das Vorrecht, dass ich mit zunehmendem Alter Mentor werde von Menschen, die Verantwortung tragen und die in Leiterschaft sind in irgendeiner Form. Das kann in der Geschäftswelt sein, in der Politik oder auch in der christlichen Gemeinschaft. Und so habe ich vor einigen Tagen ein Gespräch gehabt mit einem Leiter einer großen christlichen Gemeinschaft von über 1000 Menschen, nicht in Europa, sonst wo. Und wir sind kurz im Gespräch und er sagt, ja, er verstehe gar nicht, dass er plötzlich so Ängste hätte. Und es sei ja grundlos, dass er Ängste habe, denn der Gemeinde geht es gut, sie wachse, den Finanzen geht es gut und eigentlich geht alles gut. Und er verstehe gar nicht, dass plötzlich Ängste über ihn kommen. Nicht unbedingt Ängste im Sinne von Panikattacken, sondern so eine innere Verunsicherung. Ich habe mir dann Zeit genommen, ihm das zu beschreiben, ob meine Beschreibung stimmt. Er sagt, ja, hey, warst du bei mir im Schlafzimmer? Hast du mich gehört? Nö, aber ich kenne diese Empfindungen von Unwohlsein, sagen wir mal, gewissermaßen gewissen ängstlichen Anflügen, die im Leben eines Leiters, einer Person geschehen können, die Verantwortung trägt. Und ich habe ihm zuerst und vor allem gesagt, hey, das ist vollständig normal. Du bist nicht abnormal. Du musst nicht zuerst versuchen herauszufinden, was habe ich falsch gemacht und was ist verkehrt, sondern vielmehr, wie gehe ich mit dieser Angst um, die über mich kommt? Und da hat mir eine Stelle in der Heiligen Schrift immer wieder aufs Neue unglaublich geholfen. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, der Vers 18, möchte euch den vorlesen und kurz einige Gedanken darüber sagen. Da ist keine Angst in der Liebe, aber vollkommene Liebe treibt jede Angst aus. Denn Angst hat immer mit Strafe zu tun. Der, der sich fürchtet, ist noch nicht vollkommen geworden in der Liebe. Also dieser Blick dafür, wenn ich mich fürchte, hat das wie ein Aspekt von Strafe. Das kann sein, es geht alles besonders gut und ich erwarte, jetzt passiert dann was Negatives, ja? Also es kann ja nicht immer so gut gehen, also muss jetzt was passieren. Oder es läuft alles okay, wir sind entspannter in unserer Leitung, haben viel Energie investiert und jetzt läuft alles relativ gut, die Energie ist etwas weg, das Energielevel geht runter und plötzlich kommt so eine Haltung von, ach, was könnte jetzt Negatives geschehen? Und das sind ja grundsätzlich mal einfach seelische Prozesse, die in uns ablaufen. Und die Frage ist weniger, dürfen die sein? Als wie gehen wir damit um? Und Apostel Johannes schlägt hier vor, er sagt, wer diese Furcht noch kennt und bei dem diese Furcht prominent ist, der ist noch nicht vollkommen in der Liebe. Und jetzt könnte man diesen Text anschauen und sagen, aha, du musst einfach Gott mehr lieben. Wenn du Gott mehr liebst, dann hast du auch keine Angst, Amen. Ja, ich habe diese Stelle aber nie so verstanden. Ich habe mehr verstanden, wenn ich diese Anflüge habe, aus welchem Grund auch immer, ob berechtigt oder unberechtigt, der Weg aus den Gefühlen dieser Furcht ist, dass ich sehe, dass Gottes Liebe mir gilt. Um mich dann quasi hinzulegen, zu sagen, du hast dein Leben für mich gegeben, auch wenn ich der einzige Mensch gewesen wäre. Wärst du, Jesus, für mich gestorben? Deine Gegenwart liegt auf mir. Deine guten Absichten umgeben mich. Du beschäftigst dich mit mir, wie es mir innerlich und äußerlich geht. Dir kann ich vertrauen. Deine Beziehung zu mir ist immer und ausschließlich von Liebe getragen. Und wenn du in diese Haltung reinkommst, dann verliert jede Angst die Kraft, weil du weißt, du bist geborgen beim Vater im Himmel. Und das wünsche ich dir für dieses Wochenende und für eine kraftvolle Woche.